Training beim VfB Hülse. Die Mannschaft geht nach knapp 3 Wochen Pause schon wieder hochkonzentriert zu Werke. Und auch der konditionelle Zustand scheint passabel, obwohl das obligatorische Wiegen für die Mannschaftskasse recht lukrativ war. Also wir haben ein paar Euro eingenommen, als wir gewogen haben. Also der eine oder andere, dem hat die Schokolade zu Weihnachten ganz gut geschmeckt. Ansonsten im Ausdauerbereich verliert man in 3 Wochen nicht allzu sehr. Keine harten Waldläufe für die Spieler. Trainer Martin Schmidt setzt zu Beginn eher auf Spielform und Taktik. Ich bin kein Freund davon, immer sofort in die Vollen zu gehen. Ist mir auch ziemlich unerklärlich, wie es in den oberen Ligen immer zu so vielen Verletzungen kommen kann. Also ich denke, man sollte da auch eher die erste Woche etwas ruhiger gestalten und dann so langsam das Ganze steigern. Seit dem Amtsantritt von Martin Schmidt ist es sehr gut gelaufen für das Team vom Badeweier, sodass der VfB nach der Hinrunde auf dem 7. Platz in der Tabelle steht. Diesen 7. Platz am Ende der Spielzeit zu belegen und um den Aufstieg zu kämpfen, ist das erklärte Ziel des VfB. Auch deshalb konnten Spieler und Trainer während der Winterpause nur kurz vom Fußball abschalten. Also ich war eine Woche mit der Familie im Skiurlaub, da war Fußball weniger ein Thema, höchstens mal mit ein paar Bekanntschaften, die man da gemacht hat. Da ist natürlich Fußball immer ein Thema, aber ansonsten habe ich da eine Woche abschalten können. Vorher und nachher, da läuft das wie sonst auch, da ist man sicherlich immer mit den Gedanken, irgendwo das Puzzle zusammenzusetzen für die Rückrunde. Also die ersten 2 Wochen natürlich ein bisschen abgeschaltet, Akkus aufgeladen, aber dann fängt es schon wieder an zu kribbeln. Marvin Pachan ist heiß auf die Rückserie. Sowohl Spieler als auch der Trainer wollen nicht an die Vergangenheit denken, als der VfB in den Rückrunden fast traditionell in der Tabelle stark abgerutscht ist. Das ist kein Thema bei uns. Wir konzentrieren uns jetzt auf uns, dass wir eine vernünftige Vorbereitung machen und dann gehen wir gut gestärkt in die Saison rein. Können wir gerne zu der kommenden Rückrunde befragen, aber nicht zu denen, die in den letzten Jahren hier so miserabel gelaufen sind. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Geister rufen aus den letzten Jahren. Also ich habe dieses schon mal in Dorsten mitgemacht. Also es macht keinen Sinn, in den Rückspiegel zu schauen. Dann kann man nicht Vollgas nach vorne fahren. Also es ist völliger Blödsinn, hier irgendwelche Parallelen zu ziehen. Das ist eine ganz andere, eine völlig neue Situation. Und wir werden sicherlich nicht so eine Rückrunde spielen wie in den letzten Jahren.